So, herzlich willkommen bei unserer heutigen Auszeit. Du kannst wieder jetzt eine Position einnehmen, eine Haltung, die jetzt im Augenblick für dich richtig und passend erscheint. Eine liegende Haltung, dass, wenn das für dich angenehmer ist für die nächsten 30 Minuten, oder eine sitzende und aufrechte Haltung. Wir gehen in die innere Aufrichtung, egal ob wir liegen oder sitzen oder stehen wie ich. Wir sind innerlich aufgerichtet, ausgerichtet. Hilfreich ist dabei, wenn wir uns vorstellen, wie unser Scheitelpunkt dem Himmel, der Decke zustrebt. Und während wir in unserer Haltung ankommen, während wir in unsere Position ankommen, lassen wir die Gedanken des Tages fallen. Wir kommen hier und jetzt an und wir werden unsere Aufmerksamkeit zum Beginn unserer Auszeitmeditation auf unseren Atem richten. Denn unser Atem ist hier und jetzt. Und wenn du einen tiefen Atemzug nimmst, lässt du das Vergangene der letzten Stunden und Minuten, vielleicht auch Tage hinter dir und gehst mit deiner Aufmerksamkeit genau dorthin, wo du beobachtest, wie der Atem in dich einströmt. Nämlich, wie es deine Schultern hebt mit der Einatmung und wieder senkt mit der Ausatmung. Wie sich der Brustkorb weitet mit der Einatmung und wieder senkt mit der Ausatmung. Einfach nur beobachten. Und nimm auch den leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln wahr, wenn du einatmest und wenn du ausatmest. Nimm wahr, wie die Rippenbögen sich weiten in der Einatmung und wieder zurückkehren, wenn du ausatmest. Nimm ganz bewusst den kleinen Moment wahr, die Pause, die zwischen Einatmen und Ausatmen und wieder Einatmen liegt. Und wenn du möchtest, dehne diese Pause für einen kleinen Moment aus, so lange, wie es für dich jetzt gerade angenehm ist. Es ist hier kein sportlicher Wettkampf, sondern nur diese Pause ganz bewusst wahrnehmen. Einatmen. Pause und ausatmen. Nimm auch wahr, wie mit der Einatmung sich dein Bauch ganz leicht nach vorne, nach außen wölbt. Und bei
der Ausatmung wieder senkt. Und hast du schon beobachtet, wie du mit der Einatmung etwas tiefer in deine Kissen, in deine Unterlage sinkst? Wie sich dein Körper, dein Gesäß, dein Rücken etwas mehr, fester an die Unterlage anschmiegt, wenn du einatmest? Und wieder daraus hervorkehrst, der Druck abnimmt, wenn du ausatmest. Und die Atemwelle setzt sich durch deinen gesamten Körper fort. Durch Hüftgelenke, durch das Becken hindurch, bis in deine Oberschenkel hinein. Und von deinen Oberschenkeln, durch deine Kniegelenke und von den Kniegelenken in die Waden und Schienbeine, in die Fußgelenke, bis in deine Fußsohlen. Und auch hier kannst du beobachten, wie der Druck in deinen Füßen, in deinen Fußsohlen mit der Einatmung zunimmt und sich mit der Ausatmung wieder löst. Dabei schmiegen sich deine Füße etwas fester an den Boden, falls du ihn spürst, oder gegen den Rand deiner Schuhe oder deiner Strümpfe, wenn du Wollsocken trägst. Und nimm auch diese Bewegung ganz deutlich wahr, wie dein Atem durch deinen Körper bis in deine Fußsohlen hinein spürbar ist. Und manchmal kommt es vor, dass uns ein Kitzeln irgendwo im Körper beschäftigt, dass unser Mund trocken ist, dass irgendetwas zieht, zwickt oder zwackt. Und beobachte auch dies. Nimm es einfach nur wahr, ohne es zu bewerten. Und wenn es möglich ist, ohne ihm nachzufolgen. Kehre immer wieder zurück zu deinem Atem und der Beobachtung, wie dein Atem in dich einströmt und aus dir heraus. Sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem richten,
und auf unseren Körper. Sind wir fokussiert? Fokussiert auf die Beobachtung unseres Atems, die Wahrnehmung unseres Körpers. Das ist eine wichtige Funktion und eine wertvolle Funktion im Umgang mit belastenden Situationen, zum Stressabbau. Und um seine Gedanken aus der Vergangenheit oder Zukunft in das Hier und Jetzt zu führen. Eine andere wichtige Funktion ist das Tagträumen, das leicht zerstreute Gedanken assoziieren. Wenn wir beispielsweise in der Natur sind und die Landschaft beobachten, wenn wir Tiere beobachten, wie sie Futter suchen oder in einem Teich schwimmen, oder die Vögel, wenn sie Vogelschwärme bilden. Und auch wenn wir zum Beispiel ein Bild malen und gedankenlos einfach beginnen zu zeichnen, zu malen, vielleicht auch zu musizieren und die Gedanken ganz loslassen. Sie kommen und gehen, sie treiben vorbei, wie das Laub jetzt im Herbst, wenn es vor uns den Weg entlang weht. Und ich möchte dich einladen, einen Moment in diese Gedankenlosigkeit einzutauchen. Und nimm dafür einen Moment, den du erinnerst, vielleicht aus dem letzten Sommer, aus den letzten warmen, schönen Frühherbsttagen oder im Hochsommer, wann auch immer, ein Moment, wo du alles um dich herum vergessen hast, vergessen konntest und einfach nur deinen Gedanken freien Lauf gelassen hast. Nichts geplant, nichts geprüft, dich nicht mit gestern oder den Aufgaben von morgen, sondern einfach nur hier und jetzt deine Gedanken hast streifen lassen. Vielleicht war es ein Moment, als du in den Bergen zum Wandern warst oder am Meer und den tanzenden Wellen zugesehen hast. Ein Moment auf deiner Terrasse oder Balkon. Und tauche ganz in diese Stimmung von dieser letzten Erinnerung auf. Ruf diese Erinnerung noch einmal in dir ab, in dir hervor. Was hörst du? Welche Geräusche um dich kannst du wahrnehmen? Vielleicht das leise Summen einer Fliege, einer Hummel. Vielleicht der ferne Klang einer Kirchturmglocke. Vielleicht das Rauschen des Meeres oder eines Bergbaches. Oder einfach das leichte Summen der Stadt während einer Auszeit im Park oder in einem Café, während man
die Menschen und ihre Geschichten an sich vorbeiziehen lassen hat. Und nimm einen tiefen Atemzug, um diese Erfahrung ganz tief aus dir emporsteigen zu lassen. Was riechst du in diesem Moment? Sind es die Gerüche der Stadt? Vielleicht der Geruch eines frisch gebackenen Kuchens oder aus einer Bäckerei, eines frisch gemahlenen Kaffees, der vor dir steht und heiß dampft? Vielleicht der Duft von frisch gemähten Heu oder die frische Meeresbrise, wenn es etwas nach Algen und Meer riecht. Und lass auch diese Erinnerung ganz in dir aufsteigen mit dem nächsten tiefen Atemzug. Manche Erinnerungen sind deutlicher, andere sind undeutlicher. Das ist völlig in Ordnung. Und was siehst du? Was ist alles um dich? Welche Farben überwiegen? Sind es die Blautöne des Meeres? Die grünen Töne gemischt mit Himmelsblau von frischer, saftiger Wiesen? Die bunten Farben der Stadt? Sieh dein Auge in die Weite, in den Horizont. Oder in einen Innenhof. Oder auf die Straße. Menschen, die vorübergehen. Und lass auch diese Erinnerung in dir aufsteigen. Vielleicht kannst du Worte, die an dein Ohr dringen, wahrnehmen. Oder das Rufen einer Kuh, einer Ziege, eines Schafs. Oder der Schrei einer Möwe. Und nimm noch einen weiteren tiefen Atemzug, um ganz in das, was deine Erinnerung an Bildern abgespeichert hat, einzutauchen. Und als letztes, was fühlst du? Wie fühlt sich dein Körper in diesem Moment an? Vielleicht sind die Füße etwas müde und schwer von der anstrengenden Anstieg oder träge, weil er im warmen Sand liegt. Vielleicht auch frisch, erfrischt, weil du gerade aus den Fluten eines Bergsees oder Bachs ausgestiegen bist oder aus den Wellen des Meeres. Vielleicht fühlt es sich nur einfach stimmig für dich an, so wie es im Moment ist. Leichter, schwereloser, befreiter. Ja, und nimm auch hier einen tiefen Atemzug
Und lass dieses Gefühl ganz deutlich in dir aufsteigen. Kehre noch einmal an den Ort deiner Erinnerung zurück. Wer bist du in diesem Moment? Und wer bist du noch? Welches Leben liegt hinter dir? Und welches Leben findet gerade jetzt, hier und jetzt statt? Und kennst du das auch? Wenn wir erst einmal in die Ruhe gekommen sind nach ein paar Tagen Urlaub, sieht unser Blick in die Zukunft ganz anders aus. Wir wollen vieles leichter nehmen, einfacher machen und vor allen Dingen mehr von dem, was uns gut tut, was uns Freude bereitet, was uns aufatmen lässt. Und erlaube dir dieses Gefühl. Erlaube dir dieses Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit, Schwerelosigkeit. Hier und jetzt. Nimm wahr, wie dein Körper mit jedem Atemzug tiefer in deine Unterlage sinkt, wie du loszulassen beginnst. Sage zu dir selbst, ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Einfach sein. Und lass deine Gedanken los. Manchmal tauchen Erinnerungen in uns auf. Gefühle. Ganz unterschiedlicher Art. Es gibt die leichten, glücklichen und heiteren Gefühle. Und daneben gibt es Gefühle der Schwere, der Erschöpfung, vielleicht auch der Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit. Aber hier ist es wie mit dem Einatmen, auf dem das Ausatmen folgt, das Loslassen. Um wieder einzuatmen, frische, neue Lebensenergie. Und führe deine Gedanken noch einmal zurück an den Ort deiner Erinnerung, der Ort, in dem du ganz loslassen konntest. Dieser Ort, der dir gerade eingefallen ist. Und nimm noch einmal wahr, wie gut sich dies in deinem Körper angefühlt hat. Wie vielleicht die Schultern leichter, freier waren und sinken durften. Und du damit etwas tiefer Atem holen.
die Anspannung, von der abgefallen ist, die sich überall im Körper zeigen kann, im Verkrampfen von Händen und Armen und Schultern, aber auch der Oberschenkel. Manchmal spannen wir Po und Zehen an. Aber dort in dem Ort deiner Erinnerung konntest du loslassen. Vielleicht staunend über die Schönheit dessen, was dein Auge sieht. Auch Neugierde in dem, was du beobachtet hast. Manchmal überlegen wir uns, welche Leben die Menschen neben uns am Kaffeetisch wohl führen. Oder wir schauen in den Himmel, beobachten die Wolken und erkennen Figuren. Manchmal sind es fliegende Drachen. Manchmal Schwäne, die in ihrer majestätischen Art über das Wasser gleiten. Und manchmal zählen wir Schäfchen. Und die Wolken bleiben nie gleich. Sie verändern sich immer. Wie du in deinem Leben. Manches bleibt konsistent und vieles ist immer in Bewegung. Erlaube dir die Ruhepausen, erlaube dir das Tagträumen. In diesen Momenten, wenn wir mit den Gedanken abschweifen, wird unser Ruhezustand Netzwerks aktiv. The Default Mode Network. Ein faszinierender Gehirnbereich, der für die Verarbeitung von Emotionen, Verknüpfen von neuen Ideen, den Einordnen von Erlebnissen, aber auch unserer Kreativität und für die Stressverarbeitung zuständig ist. Und immer dann, wenn wir Gedanken verloren, ganz in einer Aufgabe aufgehen oder in die Betrachtung der Natur, oder von Erlebnissen, wird unser Ruhezustandsnetzwerk aktiv. Es ist wie ein Autopilot, der dafür sorgt, dass wir uns erholen und uns sicher durch unser Leben navigiert. Sicher und voller Kreativität, voller Erfindungsreichtum und Stabilität. Atme noch einmal tief ein und sage zu dir selbst: Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag. Wie du möchtest, verbleibe noch etwas an deinem
Ort, an dem du gerade eingetaucht bist in deine Erinnerung? Oder nehme dieses wohltuende Gefühl der Entspannung mit in die nächsten Stunden, in die nächste Erholung, in die nächste Nacht. Ich wünsche dir alles Gute dafür und sage dir an dieser Stelle Dankeschön.